Ausführung der Angelegenheiten der Muslime. Allah sagt, und tut das Gute, auf das ihr Erfolg haben möget. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einem Mu'min ein Leid von den Leiden der Welt erleichtert, dem wird Allah ein Leid von den Leiden des Tages der Auferstehung erleichtern. Und wer einem Menschen in einer finanziellen Not hilft und seine Lage erleichtert, dem wird Allah im Diesseits und im Jenseits helfen. Und wer einen Muslim schützt und seine Schwächen bedeckt, den wird Allah im Diesseits und im Jenseits decken. Allah ist dem Diener Unterstützer, solange der Diener seinem Bruder Unterstützer ist. Wer einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu suchen, wird Allah dafür einen Weg zum Paradies ebnen. Keine Schar versammelt sich in einem der Häuser Allahs, um das Buch Allahs zu rezitieren und es miteinander zu studieren, ohne dass auf sie die innere Ruhe herabkommt, das Erbarmen sie umschließt, die Engel sie umgeben und Allah sie bei denen erwähnt, die bei ihm sind. Und wessen Taten langsam werden, dem wird seine Abstammung nichts bringen. Dieser Hadith ist ein sehr, sehr wertvoller Hadith, dem viele Lehren stecken. Zum einen die Regel, wie du mir, so Allah dir. Also so wie du Menschen behandelst, so wird Allah dich behandeln. Wenn du Menschen unterstützt, wenn du hilfsbereit bist, dann wird Allah dich Yawm al-Qiyamah unterstützen. Natürlich gilt auch das Gegenteil. Wer den Menschen schlecht gegenüber ist, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala eben nicht gut gegenüber sein. Und deswegen sollte jeder versuchen, hilfsbereit zu sein, so gut er kann, damit Allah ihm hilft, Yawm al-Qiyamah. Also es ist nicht nur so, dass du denkst, okay, warum soll ich ihm jetzt helfen? Soll er es doch alleine machen? Ja, es ist eine Gelegenheit, dass Allah dir Yawm al-Qiyamah hilft. Das heißt, überlege dir jetzt nicht, ob er diese Hilfe jetzt wirklich nötig hat oder nicht. Jemand hat gesagt, kannst du mal das oder jenes machen? Sagst du, gerne. Warum gerne? Ja, weil ich will, dass Yawm al-Qiyamah Rabbi, mein Herr subhanahu wa ta'ala, mir hilft. Und er erwähnt, und wer einen Muslim schützt und seine Schwächen bedeckt, den wird Allah im Diesseits und im Jenseits decken. Es gibt leider Menschen, die suchen nach Fehlern bei den Menschen und wollen sie verbreiten und wollen sie verkünden. Sie haben einen Drang danach, Menschen öffentlich schlecht zu machen. Das sind kranke Herzen. Der Shaitan verziert ihnen ihre Tat, ja, wir decken die Wahrheit auf. Aber die Wahrheit aufzudecken geschieht nicht, indem du Menschen bloßstellst, sondern indem du auf vorhandene Fehler hinweist, ohne eine Person eben schlecht zu machen. Außer es geht nicht anders. Ja. Es ist eine gefährliche Person, die ruft zu einer Sache auf. Da muss man warnen, aber auch da wird man nicht unverschämt und auch da wird man nicht vulgär. Es gibt halt Leute, die haben das aus ihrer Jahiliya übernommen, dass sie vulgär sind, ja? Dass sie ihr Wortschatz nicht in die Waschmaschine gelegt haben, ja? Und nicht gereinigt haben. Und dann, selbst wenn sie den Islam jetzt leben, bleibt ihr unreiner Wortschatz. Ja? Und das ist eben etwas, was einen Menschen selbst bloßstellt, dann seine Wortwahl. Und dann wurde in diesem Hadith erwähnt eben der Lohn, der großartige Lohn für Menschen, die sich zusammen hinsetzen in einem der Häuser Allahs, um Allah zu gedenken.